Ui, ui, oje, oje, okay, keine Zeit für Intros. Keine Zeit für Intros. Jericho öffnet schon das Feuer. Ah, verdammt, Jericho. Okay, jetzt. Ui, ui, ui. Ah, verdammter Psychopath. Okay, wir sind hier in dem Hospital von Rileys Rangern. Ich habe jetzt fast eine Woche nicht mehr gespielt, also ich muss sowieso aufpassen, dass ich nicht irgendwas vermassle. Gute Menschen werden nicht reich. Schon mal darüber nachgedacht? Ha. Du hast recht. Ich muss endlich böse werden. Okay. Ich meine, wer dieses Let's Play von mir sieht, weiß, dass ich kein guter Mensch bin. Oh. Verdammt. Da waren drei Minen drinnen. Hätte ich gut brauchen können. Okay, interessante gute Leute. Hier sind gute Leute. Nein. Okay, mach auf, mach auf. Hey! Was ist jetzt schon wieder? Bist du ein Was Guter? ist jetzt schon wieder? Okay, Doktor. Chill Ich mal. hab das wirklich vermisst. Man muss ja ziemlich bescheuert sein, wenn man es nicht mal schafft, sich vor mir zu verstecken. Ruhig halten. Ganz vorsichtig mit dem Mr. Handy anschießen. Der ist ein guter. Das Was ist ist denn genug das Aufregung schon für wieder? einen Tag. Ja, seit dass ich Wie diese kann ich Ihnen dienen? Episode beende. Haarklammern bitte. Mit Haarklammern kannst du mir dienen. Diesem Krankenhaus. Oh. Sollten eigentlich viele Haarklammern sein. Vielleicht kriege ich jetzt endlich mal einen guten Haarklammervorrat. Okay. Ich habe mir gar nicht angeschaut, was ich noch im Inventar habe. 10 mm in der Hosentasche. Keine blöden Witze. Keine blöden Witze. Noch nicht. Wir haben die Mr. Handy Unterstützung. Da wahrscheinlich nur mein Spiel freezen wird. Was schmutziges Wasser. Ah, und Betten, in denen man schlafen kann. Verdammt, das Spiel läuft so unflüssig. Das ist Fallout halt. Wie kann ich Hallo. Ihnen dienen? Ah, Klammern. Headshot. Riecht nach Headshot hier drinnen. Riecht nach Headshot. Riecht definitiv nach Headshot. Ach komm. Ach, ich loote mal nicht so viel. Wie kann ich Ihnen dienen? Halt die Fresse, halt die Fresse. Ah, jetzt habe ich den Holzhammer mitgenommen. Ich Idiot. Schwer. Probieren wir es. Mist. Und die eine Haarklammer, die ich schon bekommen habe, ist schon weg. Hey. Okay. So viel Medical Stuff. Verdammt, läuft dieses Spiel langsam. Wie kann ich Ihnen dienen? Ein schmutziges Wasser trinken in der Zwischenzeit. Okay. Wie kann ich Ihnen dienen? Er hat einmal zu viel gesagt. Er hat einmal zu viel gesagt. Geht mir diese Stimme nicht mehr aus dem Kopf. Wie kann ich Ihnen dienen? Alle 5 Sekunden. Haarklammer. Der einzige Grund, warum ich hier bin. Alle Haarklammern brauche ich. Nein, keinen wertlosen Schrott mehr looten. Essen.
Essen ist nie wertlos. Verdammt, dieses Spiel läuft einfach so langsam. Und wenn ich mich ja auf Fallout 4 freuen, wo ich mehr als 30 FPS spielen kann. A-Klammer? Nein. Okay, ich werde nur noch grob drüber looten. Es ist sowieso riesig hier. Da war ich schon, oder? Verdammt! Müsste ich mich hier drinnen auskennen? Menschen werden nicht reich. Schon mal darüber nachgedacht? Warum sagst du mir das jetzt die ganze Zeit? Und davor hast du mir das noch nie gesagt. Alles klar, Alter? Ja, was gibt's? Geht's dir gut? Brauchst du Action oder Geld? Ja, stürzen Action. Wir uns in die Action. Er braucht Action. Natürlich braucht er Action. Ah. Ist das wirklich wahr? Werden gute Menschen nie reich? Braucht man den Killerinstinkt für Geld? Ist überraschend, wenn das von einem Jericho kommt. Ein Rad Kakerlakenfleisch. Zu wenig. Er hat mich gefunden, oh nein. Ja, Flinte, muss ich mitnehmen zum Reparieren. Schauen wir mal. Und das Bett ist war da. Bam, bam, bam. Schaut euch diesen Typen an. Haben gar nichts getroffen. Wo ist Lincolns Repeater? Hat er gerade eine Granate geworfen? Natürlich, oder? Oh Gott, weh. Hopp, wo ist das? Gut, aber Dinge. Bau mal drauf schießen. Dann passt wieder alles in der Welt. Quantum. Jetzt muss ich wieder Brox, Bootsmittel und Terpentine nehmen. Oh, verdammt, das ist so schwierig zu treffen. Bei Low FPS. Oh, was habe ich gerade gegessen? Ich weiß es nicht mal. Da ist ein bisschen Leiche. Okay, wo ist die Kampfflinte? Davon habe ich noch am meisten. Nächster Stock. Ich hoffe, beim Recording passt alles. Jetzt habe ich alles genommen. Ah, okay, dann nehme ich halt alles. Die brauche ich mir gar nicht anschauen. Jetzt einfach, da wird nichts Gutes drin sein. Und das Fleisch, nein, hatte nicht. Verdammt, ist das riesig hier. Ein Kronkorken. Ich bin ein Kronkorkenräucher. Auf Knocken. Kaputt. Nein, danke. Nicht zecken. Hier. Da wollte ich gar nicht raus. Ja.
Okay, cool. Oh, dann. Der Typ schreckt mich. Oh. Gruseliger Typ. Echt gruselig. Oh, mehr Snacks. Ich bin reingeleckt in die Snacks. Verdammt. Ohne Warz wäre das Spiel unmöglich zu spielen. Würde gar nicht gehen. Nein. Okay, gehen wir rauf den Stock. Oink, 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 oink. Ich habe heute meinen letzten Part Gave gespielt. Das Spiel geht einfach nicht mehr. Das habe ich hauptsächlich in der Zwischenzeit gemacht. Gave und Mass Effect aufgenommen, neben den üblichen Sachen. Aber Gave ist einfach nicht das Wahre gewesen. Gameplay war jetzt ziemlich okay, aber dass man da so rumirrt in den Maps, das war ja der Störfaktor. Und dann die Lava und die Fliegenden. Ah, solange es ein Jericho nicht erwischt hat. Ah. Ich werde dir den Arsch aufreißen. Solange es ein Jericho nicht erwischt hat. Schön für dich, Junge. Ja, er ist tot. Zur Hölle, ja. Es hat Jericho wieder nicht erwischt. Was der Typ. Schön für dich, schön für dich. Nur ich werde geroastbeefed. Ah, jetzt habe ich ein Sturmgewehr. Kampfflinte reparieren. Ja, okay, nehmen wir mit. Ausnahmsweise. Vielleicht über Linken spielen. Mehr Kartoffelchips. Verdammt, habe ich viele Kartoffelchips intus. Jericho riecht die Action. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Jericho erwischt. Okay. Hör auf die Wand anzuschießen, hör auf die Wand anzuschießen. Auf den Mund zu schießen. Wo ist meine Faust? Kanone! Vorsicht! Vorsicht! Es ist gut. Okay, der Typ hat nicht mehr viel Leben. Alles klar, Chikubu. Gut, gut. Ich hab zwar gesagt, ich schaue nicht mehr rein, aber ich habe gewusst, da liegt was drinnen. Einfach gespürt. Eine Blechdose. Eine Nuka-Bombe. Mehr zum Naschen. Man braucht es jetzt. Geil. Ich habe zwei Holzhammer, deswegen. Und auch zwei Jagdbinden. Naja. Steak. Und Wasser. Wasser. Ja. Hier Pastors. Mehr essen. Kann nicht nein sagen. Fleisch und Bohnen. Auch Teil meiner Diät. Wohl, ist keine Diät. Normale Ernährung bei mir. Verdammt, ich habe schon wenig Money. Ich glaube, da habe ich einen vergessen.
oder übersehen. Oder ich muss sowieso darüber, kann auch sein. Aber ich schaue zur Sicherheit nochmal zurück. Ist ja nicht so, als wäre das unübersichtlich hier. Nein. Nichts genagelt. Heute. Also brauche ich kein Nagelbrett. Genagelt wird im Bett. Ich probiere es mit aufknacksen. Natürlich. Okay, wir gehen Richtung Venom Square. Oder? Ja. Vielleicht mal alle anderen im anderen Haus drüben. Das ist, glaube ich, keine kleine Quest. Mal schauen, wo Riley's Rangers sind. Hier war ja ein Minigun-Typ, glaube ich, oben. Oder Raketenwerfer-Typ. Eins zum Baden. Eins zum Baden. Keine Ahnung. Oh Gott. Das riecht nach Fall Damage. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Feuerschaden ist immer noch gefährlich. Puff. Ich nehme das mal mit. Das. Ah, verdammt. Es ist soweit. Jericho. Was gibt's? Action, Action, Action. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Wie schaut mein Helm aus? Ach, gar nicht schlecht. Da. Glückwunsch. Ich hoffe, den benutzt er nicht, aber er darf ihn halten. Nicht den Hammer auspacken. So unnötig. Eindeutig unnötig. Nein. Verdammt, ich liebe. Dann mache ich ihn halt weg. Was? Oh. Okay, ich habe zweimal verfehlt. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Ist das das Beste? Oh, er geht wieder um die Wand. Okay, bevor ich wieder dreimal in die Wand schieße. Ist das Ding kaputt? 44er Muni ist so viel wert. Unglaublich. Wäre lustig, wenn ich die Ranger gar nicht finde hier drin. Würde mich überraschen. Oder eigentlich nicht. Ich bin sowieso blind. Viele tote Mutanten. Und Nuka-Colas. Okay, ich habe nur Platz für Stimpaks. Jo. Es geht rauf. Hey, das ist Theo. Na, was von ihm übrig ist. Viele tote Mutanten. Ich weiß nicht, ob das echt gibt, dass ich das übersehen habe.
wo die Rangers sind. Oh. Mehr Jagd finden. Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu sterben. Ja. Nee, ich glaub nicht. Sorry. Link into the face. Das war's mit dir. Wie dead. No, ist er nicht. Krass. Oh, das war meine Playstation. Die macht zwischendurch gern Geräusche. Oh, chinesisches. Wie schaut's denn da mit meinem... Ja, die Playstation hängt aus. Typisch. Typisch Playstation. Nichts Neues. Manchmal spielt sie sich durch, als hätte sie eine Disc in sich drinnen. Hat aber keine. Das ist eine komische Kombi. Und jetzt das ganz gleiche. Das ist halt schon wirklich die alte Standard-Playstation. Gekauft, wenn sie rausgekommen ist. Sowas ist heute schon unvorstellbar. Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng. Etwas zu kaufen, wenn es rauskommt. Bevor es sich Scammer holen. Ich habe keine PlayStation 5 und ich werde mir auch wahrscheinlich keine kaufen. Außer ich krieg's irgendwann mal zufällig geschenkt. Ich bin mir sicher, Sony sponsert mich, oder? Ich bin so ein riesen Fan von meinem Fallout Permadeath Let's Play. Ganz sicher. 100 Pro. Hallo? Ist da jemand? Ist das Blut? Nein, nur Licht ins Dunkle. Meine Blaze hängt aus. Verdammt, Holz haben wir wieder mitgenommen. So, oh, ich brauche hier gar nichts mehr. Okay, wir gehen weiter rauf. Is my AP slowly recover? Hopp, falsche Taste. Er ist in einen Schuss gerannt. Ah, ich hoffe, das mit der Blaze aufhängen stört nicht. Right away brauche ich. Right away. Right away. Vorkriegsbücher ignoriere ich auch. Eigentlich will ich nur die Mission machen. So far not so good. Mm. Das sind Granaten von meiner Fresse, die Jericho auslösen wird. Aus Recht nehmen sie vorher. Das geschieht. Ich hab's gesehen. Hab's gesehen. Das sollte reichen. Nein, nicht mal. Ja, meine Playstation hört nicht auf. Chips, Junk Food, gute Kombi, gute Kombi. Ich kann
halt ein amerikanisches Spiel, da kann man Roleplaying machen mit dem Essen. Ich glaube, das ist der Aufzug, der mich zur Mission führt, oder? Schauen wir mal. Mist. Oh Gott. Muss ich runter zuerst? Bye bye, Supermutanten Piest. Viel Muni für mich. Es geht weiter hinauf. Okay, trinken wir mal nur Coca-Colas. Ich habe haufenweise Quantums. Was eigentlich? Nee. Hallo. Chinesische Dunkel ins Gesicht. Wieder mehr Chinesisches. Kann ich wieder reparieren? Was soll ich noch zum Heilen mit der Kolos? Weg damit. Ich habe genug Eisgekühlte. Irgendwo rumlegen. Habe ich ihn gelootet? Ja. Oder nein? Ich glaube, ich bin bei der Mission vorbeigerannt. Die war, glaube ich, noch im anderen Gebäude. Und jetzt bin ich wieder irgendwo im Nirgendwo. Chinesisches Schleichen. Warum nicht? Ich schleiche gern hier rum. Okay. Verdammt, hier geht es weit. Aufbrechen. A-Klammern? Nein. Okay. A-Klammern? Bord. Und 10 Milli. Ich glaube, ich habe genug Aprox mit. Brauche Turpentine next. Sollen wir noch weiter verstecken spielen? Ah, machen wir den Arm weg. Kann ich mal schlagen. Kann das grüne Ding nur noch twerken. Oh. Ich glaube, ich nehme einen langen Weg rauf gerade. Na, vielleicht sind sie ja doch im Dach oben. Weiter die Ranger. Das schaut nach einer fetten Tür aus. Riley? Nope, mehr Soups. Und es leckt. Tschüssi. Ich habe gerade eine Nuka-Cola geholt in der Zwischenzeit. So viele Granaten. Los, gehen wir weiter. Okay, Boss. Wenn du das sagst. Das wäre die Abkürzung gewesen dann. Okay, ich glaube, die Tür könnte vielleicht wichtig sein. Linke Seite. Das wissen wir, wenn dann schon mal. Mist.
Oh, da ist eine Armee drinnen. Ich glaube, da werden Raketenwerfer auch. Könnte gefährlich werden. Richtig schön. Das ist eine Minigun. Yeah, Zeit für Drogen. Nein. Psycho. Ist da gerade eine Rakete vorbeigeflogen? Ah, da drüben ist noch mehr. Jericho schaut gut aus. Das war ein guter Treffer, ehrlich gesagt. Guter Treffer. Okay, die Party ist vorbei. Wir haben... Ach, komm, Hupf drüber. Die Mannschaft hier ausgerottet. Patrone, Grognak. Die Sekte, keinen Wert. Da ich meine beiden Schrotflinten vernichtet habe. Ah. Was natürlich keine gute Entscheidung war. Wie fett ist meine Meningung repariert? Ich habe ja einen da. Das geht doch. Na, kann's reparieren. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? Alter, ich will eine Meningung aufheben. Aus dem Weg. Okay. Perfekt. Irgendwann wird sie wieder gebraucht. Okay, aber jetzt kommen wir zu den Rangern, oder? Was würde es Sinn ergeben, wenn da so viele Leichen drauf waren? Bizeps. Bläh. Ja. Hier sind die Ranger. Leer. Okay, gehen wir zu den Rangern dann. Habe ich den langen Weg rundherum genommen? Schaut fast so aus. Was zum Teufel? Ah, oh, vielleicht sind sie alle schon gestorben gerade. Hier sind viele Leichen. Hey Sie! Bewegen Sie Ihren Arsch sofort hier rüber, bevor jeder Supermutant in diesem Gebäude auf Sie aufmerksam wird. Butcher, mein Name. Ich bin der Mannschaftsarzt. Schön, auf ein freundliches Gesicht zu treffen. Okay. Wer zum Teufel sind Sie und wann trifft die Verstärkung ein? Was? Sie haben es ganz allein hierher geschafft? Mhm. Okay, ich bin beeindruckt. Riley hat wohl den Job ideal besetzt. Wie üblich. Hey, wie geht es ihr denn? Sie ist unser Kommandant. Ich hoffe, sie lebt noch. Als ich sie hier hochkommen sah, ging ich davon aus, dass sie sie gesandt hat. Naja, wir können ja später weiterreden. Aber jetzt helfen Sie uns bitte erstmal dabei, von diesem verdammten Dach runterzukommen, ja? Ich weiß, Sie kennen mich nicht. Aber ich verspreche Ihnen, dass Sie gut bezahlt werden, wenn wir drunten sind. Ich schlage vor, wir gehen den Weg zurück, den Sie gekommen sind.
Wenn das nicht möglich ist, bleibt uns nur noch der Expressaufzug zum Foyer. Sie haben recht. Wir brauchen irgendetwas, um den Aufzugmotor hier oben wieder in Gang zu kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf dem Weg hierher in einem Wartungsraum mit einem kaputten Protectron vorbeigekommen sind. Wenn Sie mir die Kernspaltungsbatterie des Protectrons bringen, sorge ich dafür, dass Donovan den Aufzug wieder startklar macht. Vielleicht. Aber wir brauchen trotzdem die Kernspaltungsbatterie. Es ist die einzige Möglichkeit, von hier aus die Aufzugelektronik zu aktivieren. Alles klar. Wir halten derweil hier auf dem Dach die Stellung. Wenn einer von uns fällt, darf niemand anhalten. Einfach raus hier und dann zum Hauptquartier auf dem Ranger-Gelände. Hast du eine Kernspaltungsbatterie? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Nein. Mist. Hilfe. Wo ist die Aufgabe? Hier. Den Weg hier runternehmen kann. Mist. Okay, Jungs. Und danke für die Money. Dann machen wir das schnell. Im Schnelldurchgang. Ich habe schon so ziemlich alles getötet, was mich auf dem Weg erwischen könnte. Und wenn ich Pech habe. Ach, Radioaktivität. Wenn ich Pech habe, habe ich den Raum unabsichtlich zugesperrt. Oder das Schloss halt kaputt gemacht. Das könnte sein. Und das Roboter-Genie bin ich nicht. Oh, da ist er wer. Okay. Leiche. Nur Leiche. Oh, hupf, runter. Ach, verdammt, das Spiel. Es ist so unflüssig. Ich hoffe, das Remake wird gut, was die am PC probieren. Wenn ich das Spiel zum Laufen bekomme halt. Das ist das größere Problem. Ich glaube nicht, dass ich den richtigen Weg gehe. Okay. Ja. Ich irre im Nichts herum. Und das für ein... So viel Hundefleisch. Lampensoups. Die Hunde essen. Ist ja krank. Würde ich natürlich nie machen. Niemals. Was zum Teufel? Oh. Hey. Cool. Weiter. Bin vorbeigerannt. Rallys Ranger. Yeah. Nicht gut funktioniert das Sidestepping. Wo? Kartoffelchips. Krognak, Dandy. Krognak, der Barbar wäre stolz auf uns, so viele Kartoffelchips, wie wir heute gegessen haben. So viele gute Kalorien. Perfekt. Für den Barbaren. Okay. Runter von diesem Gebäude. Und schauen, wo Riley hängt. Du bist? Rick, mein Name. Und dieser feine Raumkehrer heißt Eugene. Es hat wirklich Spaß gemacht, Supermutanten niederzumähen. Aber ich denke,
Es ist Zeit, von diesem Dach hier runterzukommen. Die anderen Jungs hassen es, diese Zone zu vermessen. Aber ich liebe es. Ich liebe es, die Muties mit meiner Knarre in roten Nebel zu verwandeln. Ich glaube, ihre Waffe kann man ja abnehmen. Warum zum Teufel wollen Sie mir die Batterie geben? Geben Sie sie Donovan, meine Güte! Ah, und wer bist du? Donovan. Wer ist der andere? Butcher. Schon wieder da. Ist jetzt alles klar? Irgendetwas stimmt in diesem Gebiet nicht. Weiß nicht genau was, aber... Wie auch im Einkaufszentrum gibt es dort äußerst viele Supermutanten. Wenn ich die Zeit und Ressourcen hätte, würde ich Nachforschung anstellen. Aber im Moment will ich einfach nur von diesem verdammten Dach runter. Wir sind Söldner. Aber anstatt zu jagen und zu zerstören, kartografieren wir die Ruinen und verkaufen die Karten an den Höchstbietenden. Lohnt sich. Wir waren anfangs 5, bis wir Theo verloren haben. Hervorragend. Bringen Sie sie sofort zu Donovan. Sobald der Aufzug wieder funktioniert, sind Sie an der Reihe. Merken Sie sich, der Sammelpunkt ist unser Hauptquartier auf dem Ranger-Gelände. Halten Sie unterwegs auf keinen Fall an. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Wo ist Donovan jetzt hin? Hier. Hallo, Donovan zu Ihren Diensten. Was Sie kaputt machen, kann ich wieder reparieren. Oh, du hast die Luft repariert. Keine Ahnung, wie wir überleben konnten. Wir haben nichts mehr. Keine Munition, keine Lebensmittel, keine Zeit. Ich weiß auch nicht, wie wir so lange ausgehalten haben, aber ich bin verdammt froh, dass Sie es hier raufgeschafft haben. Geben Sie mir mal das Ding. In ein paar Minuten wird der Aufzug wieder funktionieren. Sobald er wieder läuft, kommen wir hier raus. Bin mir sicher, Mutanten kommen jetzt. Habe ich Minen mit? Habe ich Minen mit? Granaten habe ich mit. Die könnte ich rausballern. Yep. Ohne Meningung. Oh. Nein? Okay, sie sind einfach abgehauen. Wir sind einfach abgehauen. Hab falsch gedacht. Sie verlassen mich einfach. Ich und Eugene freuen uns, sie zu sehen. Oh, verdammt. Flankieren! Ach, das ist. Das ist keine Zone für diese Waffe. Nehmen wir Sturmgewehr und schieße ich noch die unabsichtlich an die Vollidioten. Um 80. So, rennt einfach vor die. Ist die runtergerannt? Oh. Rechte Arme. Mach mal einen rechten Arm an. Würde mich nicht überraschen, wenn sie mir in die Muni rennen. In die Muni. In die Kugeln. Oh, boy. Okay. Wer die rennen in die Kugeln. Lebt hier noch was? Nein? Okay. Jetzt könnte ich eine Kippe brauchen. Der erste, den ich aufkriege.
A-Klammern? Nein. Schade. Mutziges Wasser, das ich mir gleich gönne. Mein Wasser ist ja schon leer, leider. Oh, Butsch, du schaust nicht gut aus. Nun, da ist wohl ein Dankeschön angesagt. Ich werde zum Ranger-Gelände zurückkehren und nachsehen, ob Riley schon zurück ist. Wenn sie kommen, wird Riley sie selbst bezahlen. Wenn ich jemals medizinisch helfen kann, oder sie Vorräte oder Reparaturen brauchen, sagen sie einfach mir oder Donovan Bescheid. Das war's. Das war's. Zeit, Riley zu suchen. Nie kennengelernt, ist die Frau einfach abgehaut oder was? Was sagt die Karte? Weltkarte, Ranger-Gelände. Wie zum Teufel soll ich dorthin kommen? Ich probiere mal hier hin teleportieren. Vielleicht gibt es einen direkten Weg von dort rüber, weil das hat gerade nur noch Verwirrung ausgeschaut. Sonst muss ich dort in der nächsten Folge hin. Natürlich sieht er mich schon. Natürlich. So richtig schön. Und da explodiert. Okay. Süß. Gut Arbeit. Vielleicht zwei Minigons mit. Das sind die Spucker. Sind nun mal keine große Gefahr, die Spucker. Geil. Was sagt die Karte? Ja, nein. Bin verwirrt. Karte sagt, ich soll hier rüber. Karte sagt hier hinein. Ach du, wo bist du? Was? Oh Gott. Und jetzt? Was zum Teufel? Die Karte in diesem Spiel ist so komisch. Anostia Crossing soll ich jetzt her. Wollen Sie mich verarschen? Es ist gut, wieder im Spiel zu sein. Ich sehe hier niemanden, Jericho. Verdammt. Dieses Spiel ist so verwirrend. Okay, ich mache hier eine Pause. Peace out.